Guten Morgen, heute Morgen, Sonntagmorgen, 24.11. Eine gute Nachricht, ganz kurz mal was Positives für den Start in den Sonntag. Der Rüde Hobby hat einen Platz gefunden. Ganz kurz seine ja, schlimme Geschichte. Er ist ein Mischling, ja, klein, ja, würde ich mal sagen, aber schön. Eigentlich perfekte Größe vom Hund. So, Jahrgang 21, das heißt 3 Jahre alt, könnte hinkommen und kastriert. Die Beschreibung von dem schönen Robin. Hobby kam durch eine Intervention mit 4 weiteren Hunden und 8 Welpen am 8.9.2023 zu unserem Tierheim. Die Besitzerin war mehrere Tage verreist und hatte die armen Hunde unversorgt in einer völlig verwahrlosten Wohnung zurückgelassen. Hammer. Leute, gibt es wirklich. Die Welpen und ihre Mama haben in Polen ein neues Zuhause gefunden. Klasse. Also, was ich gemerkt habe in den Jahren, in denen ich nach Polen gefahren bin zum Tierschutz, es gibt auch viele Polen. Das soll nicht blöd heißen, aber viele Polen, die wirklich Hundefreunde sind. Man hört eigentlich immer nur negatives Polen, aber. Ja. Genau. Hündin Lola ist über euren Verein nach Deutschland gereist. Euren Verein? Keine Ahnung. Okay. Ach, okay, alles klar. Aus dieser ganzen Gruppe leben aktuell noch Hobby und Holly bei uns. Sie waren anfangs recht scheu und auch nicht leinenführig. Die meint das über euren Verein, also über den sehr guten Verein Hundefreundliche Leben. .org bzw. .ev. Und das, was hier schreibt, wahrscheinlich eine junge Dame hier aus dem Tierheim. So, sie waren anfangs recht scheu und auch nicht leinenführig. Okay, woher sollen die kleinen Würmer das auch können? Über ein Jahr lang hatte hier niemand Interesse daran, sie zu adoptieren. Schade. Obwohl sie wirklich nette und schöne Hunde sind. Hoppe ist ein ganz sanftes, liebes Hündchen, der sich auch gerne auf dem Arm nehmen lässt. An seiner Leinenführigkeit muss allerdings weiterhin gearbeitet werden. Ist ja kein Problem bei so einem kleinen Mann. Sicherheitsgeschirr an und ab. Der lernt das schon. Kleines Video von dem Maul. Ach, das ist so Hobby, Hobby und Holi. Ja, Hammer. Guck sie mal an, diese Klasse. Wenn man jetzt die Bilder sieht, aus welchem Haus die beiden sind. Guck das mal an, das sind ja perfekte Hunde. Wirklich auch für eine ältere Dame, ein älterer Herr oder ein älteres Pärchen. Perfekte Hunde, wirklich. Klasse. Das meine aber weniger leinenführig wie die beiden. Daher. Wichtig ist, liebe Hunde, dass ihnen geholfen wird, dass es ein Team wird zwischen Herrschen, Frauschen, Hund oder Herrschen, Hund, Frauschen, Hund ist ja egal. Toll, schön. Schauen wir uns mal die kleinen Videos an, aus welcher, ist leider zum oder zum Glück kein Ton dabei, welcher Hölle die gerettet worden sind. Sind ja eingesperrt, auch ein großer Brocken, oh nö. Oh nö, wie Funde sind noch nachschüttet, oh nee. Wo sind die da? Oh, kleine Maus, ach, sie sind die Welpen, stimmt. Oh, zurückgelassen, die Näpfe sind leer. Mensch, 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 wie kann es nur sein, ja? Na, da kann man ja nur. Die kann man eigentlich schon fangen mit so einer Fangleine. Man weiß ja nie, ob die Hunde aggressiv sind. Aber sind freundlich. Das ist schön. Nicht Angst, klar. Das ist ein Hundemessi. Eigentlich sind es kranke Leute, aber gut. Kann man so oder so sehen. Die kleinen Würmer, ja, die sind süß. Ja, Bärtier. Gehelfen habe ich doch nur. Dann noch das andere Video. Oh nee, oh nee. Ach, die anderen waren gar. Doch, waren auch Babys. Also tolle Leute, die Hunde gerettet haben. Toller, schöner Hund und vor allem. Der Rüde Hobi hat einen Platz gefunden in Polen. Ich hoffe, Hobi, du hast ein tolles Leben. Und deine Herrschen, Frauschen oder nur Herrschen oder nur Frauschen und oder die Familie ein gutes.
Guten Fang mit dir gemacht, das denke ich mal. Schönes Gesicht, also perfekter Hund, perfekte Größe. Kannst du am Arm nehmen. Ja, toll. Mal ein gutes Beispiel mit Happy End am Sonntagmorgen. Was will man mehr? Tschüss.